Hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Wir haben eine Menge Spaß. Warum? Dieses Spiel, es ist so bescheuert. Les hat mir gerade gesagt, Vorsicht, hinter dir ist ein Affe. Ich drehe mich um und da ist einfach mein Bowie. Les, das kannst du doch nicht sagen. Les ist doch, Bowie ist doch gerade schwarz. Du darfst doch nicht einen schwarzen Affen. Also ich zeig mal meine Hände, damit die Leute auch glauben, da. Naja, aber damit die Leute glauben. Aber sagt man nicht zu einem Brombeer auch Brombeer? Keine rassistischen Sachen hier. Nicht heute, nicht in den ersten paar Sekunden. Guck mal, da ist irgendjemand. Ach, das ist Kelvin. Was ist das? Das ist Kelvin. Nee, ich kann es nicht lesen, das ist ein Pixel. Nee, das ist das Falsche. Ich will hier einen Stock-Scheiße bauen. Was? Eine Stock-Scheiße? Ja, wo man... Das musst du scheißen und nicht bauen. Trockengestellt. Guck dich einfach hin, so, und dann... Oh, da kam Kacke raus. Kein Pass auf, sonst kommt da noch eine Wurst, Alter. Eine Wurst? Nee, da wo man Stöcke reinmacht. Wie heißt das? Wie sieht das Ding aus, Mann? Wozu brauchen wir das mit den Stöcken? Wir haben sowieso nie genügend Stöcke. Ja, ich kann keine mehr einsammeln, weil ich zu viele in der Tasche habe. Ja. Ach so, das ist gar kein Ständer. Das ist jetzt enttäuschend. Alter, was hast du, wie lang meiner ist? 30 Zentimeter oder was? Ich habe einfach meinen Baumstamm an. Was machst du da wieder für ein Bullshit? Töte unsere Mitglieder, oder auch nicht? Ja, die Mitglieder werden getötet, die ohne Glieder nicht, oder was? Ja, die Mitglieder werden getötet. Wir haben zu viele Mitglieder. Wir müssen ein bisschen sortieren. Oh, guck mal, es wird recht kahl hier, ne? Keine Bäume mehr, geil. Ich meine, Katastrophe. Oh mein Gott. Regenwald. Die Luft wird auch immer schlechter. Man merkt direkt. Aber hier finden wir bestimmt so Atemmasken. Guck mal, ich hab ein Video von einem Dating-Coach gesehen, ne? Und er meinte so, wenn eine Frau euch Fuckboy oder du Ekel oder so, wenn eine Frau das zu euch sagt, dann heißt es, dass sie auf euch steht. Dass sie quasi, weil Frauen sagen ja nicht direkt, Aui. Dass das... ja. Aui, du Fuckboy. Also, ich bin alles so viele Welten davon entfernt, ein Fuckboy zu sein, ja. Erstens, dafür müsste man Sex haben regelmäßig. Zweitens, mit vielen Frauen, nicht mit einer. Also zwei Faktoren, die ich schon mal nicht erfülle, ja. Also, auch wenn ich gerade wirklich gegen mich spreche. Noch nicht mal eine Karabinen. Auch wenn das gegen mich spricht gerade. Kann man der Wahrheit tatsächlich Bowie nicht entgehen. Bowie identifiziert seine Hand als weiblich. Also er hat schon mit einer weiblich. Ich habe meiner Hand es keinen Namen gegeben. So, es gibt doch so eine Liste mit den verschiedenen Sexualitäten oder weiß ja. Ich was. So, sexuelle Orientierung. Da gibt es doch denn so Leute, also da gibt es doch so Frau-Mann und dann mischen sie Frau-Mann. Und sagen, das ist jetzt eine neue Sexualität. Und es gibt wirklich welche, da ist nur die Hand ausgetauscht. Ach so. Du meinst ja, ich dachte, alles du meinst... Alles männlich, außer die Hand. Die ist weiblich. Wie nennt man das, Bowie? Was für eine Sexualität hast du? Aha, meine Hand fühlt sich gerade in ihrer Identität beleidigt. Meine Hand identifiziert sich als Fuß. Guck mal, das Problem ist halt auch, seine Hand will nicht mit... Also er wird ja mit er, sein Pronomen ist er und ihn. Ich weiß noch nicht mal, was Pronomen sind. Keine Ahnung. Der, die, das. Aber seine Hand will anders angesprochen werden. Nee, warte, der, die, das sind Artikel, ne? Scheiße, ich bin auch schlecht in Deutsch, Alter. Die Schule ist schon ein bisschen länger her. Jeder weiß, dass ich Bowie 1993 heiße. Also Bowie ist der und seine Hand ist aber die. Bitte berücksichtigt es, wenn ihr über Bowie redet. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Der Bowie, seine Hand. Nee, ihre. Die Hand. Der Bowie, die Hand. Richtig. Ja, meine Hand ist tatsächlich weiblich. Hast du richtig erkannt. Der Bowie, die Hand. Aber ich bin der Meinung, wenn die Leute das
Ich glaube, ich bin der Meinung, wenn die Leute dieses Thema öffentlich ansprechen, ich bin der Meinung, das ist eine Privatsache. Und wenn ich mit einer Person rede, dann interessiert mich jeder sexuell. Mich interessiert, um ehrlich zu sein, auch nicht, Sexualität, ob jemand, gar nicht. Was für eine Sexualität jemand hat. So, das interessiert mich nicht. Er soll mir sagen, ob er männlich oder weiblich angesprochen werden möchte. Gar kein Problem. Das ist mir so völlig egal. So, ich spreche denn die Männer, Frauen auch so, wie sie benannt werden, aber ich habe mit S Probleme. Sorry, aber S ist für mich ein Horrorfilm. Und nicht irgendwie eine Sexualität, keine Ahnung. Ist S nicht ein Film? Ja, meine ich doch. Ach so. Oder Shazam, ne? Das ist nicht mal deutsch, Alter. Ja, das ist noch nicht mal deutsch. Das kann ich nicht. Ich kann kein Englisch und wenn... Ich bin da echt... Ja. Ihr wisst, wie dumm ich bin. Als ob ich mir ein Pronomen merken könnte. So, mir auch egal, ob mich jemand mit falschen Pronomen anspricht. Guck mal, ich töte ihn mit Baumstämme. Geh mal weg. Oh nein, Bowie. Ich wollte ihn töten. Hat Spaß genommen. Hier, muss ich jemand anderes töten. Alter Spaß. So. Ja, gut. Entschuldige, ich muss ganz kurz unterbrechen. Guck mal, der klaut unser Holz, muss aber... Muss brechen? Unterbrechen. Der Typ klaut unser Holz, aber er läuft in unsere Richtung. Also in Richtung unserer... Ah, das ist eine Frau. Oh, ja, sie will mich. Ja, lass sie mitarbeiten. Sie hat mir gerade gezeigt, dass sie mich will. Ah. Guck mal, die ist... Warte. Leg dich auf den Stein, Bowie. Die auf den Stein, hier ist ein Stein. Bowie, da ist der Stein. Guck mal her, da ist sie. Bowie, komm hier. Guck mal, sie flirtet mit mir. Hier ist der Stein. Hier? Ja, hier ist ein Stein. Da kommt ein Affe. Leg dich da drauf. Warte, ich mach mal meine fette Säge weg. Zeig das zu. Glaubst du, sie kommt gleich? Ja, guck mal, da hinten ist sie. Schon. Guck mal, sie guckt auf mich. Zeig dir, dass du billig bist. Sie ist sie tut eins auf schüchtern, sie tut eins auf pick me. Das ist ein Affe. Ist sie weg? Ich glaube, sie ist weg. Ich glaube, sie ist doch nicht an mir interessiert. Doch. Guck mal, wir bauen jetzt einfach. Ich höre auch Holz zu verschwenden. Ich gehe mal kurz gucken, dann, sie sieht mich und dann kommt sie vielleicht. Da ist sie, sie kommt. Stein. Guck mal, sie ist auf dem Stein. Ich auch. Sie will dich also. Sie will mich, ich bin auf dem Stein und sie ist auf dem Stein. Ja. Sie kommt. Jetzt kommt. Sie ist schüchtern. Oh nein, sie ist schüchtern. Ja, geht komm. Sie wieder auf den Stein, um zu zeigen, dass sie gebumst wird. Oh, guck mal. Sie und jetzt was... nimmt sie den harten Knüppel in der Hand. Ja, das ist voll die Anspielung, Alter. Boy. Warte, ich mach auch eine Anspielung, warte. Was hast du gemacht? Einen Stein auf sie geworfen? Ja, damit sie aufhört, zu wegzulaufen gehen. Und das bringt was. Ja, Stein. Guck mal, ich habe auf jeden Fall Eindruck bei ihr geweckt, ja, oder? Das hat sie noch. Oh, guck mal, da ist noch eine Frau. Oha, so viele Frauen auf einmal. Ja, kann er gar nicht mit umgehen. Oh, guck mal, da ist eine. Ja, sie klaut auch Holz, warte. Sie klaut auch Holz. Ah, guck mal. Das klappt? Ist das die gleiche Frau oder ist das eine andere? Das ist jetzt die Frage. Weiß ich nicht. Ist das wir lassen Frau? Die Frauen am besten am Leben. Nee, der Affe da. Ja, das ist ein Mann, das ist... No, warte, was machen wir mit Männern? Was machen wir mit Männern? Komm mal her, wo bist du? Männer brauchen wir nicht, wir haben schon Männer. Ich weiß aber, was. Ich will dir zeigen, was wir mit Männern machen. Tief im Wald hört man einen Schuss. voll der Horrorfilm, ne? Nee. Irgendwie fixieren sich die meisten auch Leute darauf irgendwie. Die ganze Zeit, weißt du, wenn ich höre, ja, wir denken in Unterbewusstsein, Fortpflanzung und so, so waren wir vor 9000 Jahren. Und nur das so konnten Euro wir überleben. Vor 9000 Euro waren wir so. Ja, ich würde Euro sagen, tatsächlich. Ey, lass mein Holz da. Nimm mein Holz, komm. Nimm mein Holz. Komm, fall runter. Aua! Oh, Alter, sie ist runtergefallen. Au! Lebt sie noch? Sie hat mich umgekippt. Bowie, deine Frau hat mich getötet. Ja, geil, oder? Ist ja voll hier, wie nennt man das? Temperament, Alter. Voll die Latina. Ja, Latina. Guck
Gruppen auch voll rassistisch. Du hast sie einfach Latina wegen ihrem Temperament. Aber Latinas sind wegen ihrem Temperament. Aber guck mal, das finde ich zum Beispiel auch total bescheuert. Man sagt ja, es gibt keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Völkern. Ich habe keine Ahnung, wie soll man das denn nennen? Nationalität, ethnischen Herkunft. Es gibt keine Unterschiede. Wir sind alle gleich. Aber bei Latina ist es nicht sogar ein Vorteil? Also so ist es nicht sogar was, worauf sie stolz sind? Sodass sie so Temperament haben? Aber ich glaube, Temperament bei denen ist auch ein bisschen mit nicht in der fähig sein, Kompromisse einzugehen. Also, weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist doch eigentlich auch... guck mal, eigentlich ist es doch stolz drauf. Sie lassen stolz sich drauf. Halt nichts gefallen. Das ist doch auch super. Ich finde das auch schön. Stell mal vor, wir tun in jedem Dorf eigenes Dorf errichten. Ja, das können wir ja machen. Und dann tun wir alle verbinden. Oha! Alter! Was ist denn gerade passiert? Was denn? Oh, das müsst ihr später sehen. Alter, was war das denn? Les, okay. Hast du es gesehen? Ey, die Frau hier, die Frau hat einen Baumstamm. Nicht töten! Oh, Les hat die Frau getötet. Warum hat er deine Frau getötet? Aber sie hat da einen Baumstamm. Da war doch schon Bowies Samen drin. Du sollst ja eifersüchtig sein. Les, da war Bowies Samen drin. Der musste noch erreifen. Kannst du nicht einfach seinen Samen töten? Die Frau hat einen Baumstamm 20 Meter weit geworfen. Boah. Alter, das war ja... Boah, Alter. Hat Bowie schon direkt feucht gemacht. Ja, ich bin richtig spitz gerade. Bowie so... Genau so ein Temperament von der Frau mögen die Männer auch. Ja. Oder nicht? Ja. Nicht. Weißt, also du bist ein Mann, also ich weiß, dass ich ja mit, recht haben. Ich weiß, dass ich mit deiner stillen und schüchternen nichts anfangen kann. Wir würden einfach nicht ins Gespräch kommen. Hä? Ach so, ja, weil du selber so bist, oder? Ja. Doch, naja. Also nicht so. Bowie, ist es leider unmöglich, euch kennenzulernen, wenn ihr still seid, weil Bowie werdet euch... Also er ist nicht so der Typ, der ihn anquatscht. Deswegen also, kennt er auch nur mich. Ich hab ihn angequatscht. Heute lerne ich sowieso niemanden kennen, weil es ist schon zu spät. Heute ist es schon zu spät. Zu spät! Weil wir zu haben spät. Schon, weil wir haben schon 20.30 Uhr. Dann bis dann. Bis nächste Folge. Gigu Gaga. Gaga Gugu.